Mit großer Enttäuschung haben wir heute zur Kenntnis nehmen müssen, dass die Bürgerinnen und Bürger von Großbritannien sich für den Ausstieg aus Europa entschieden haben. Das ist für Europa eine schwere Stunde. Und trotzdem müssen wir den Blick nach vorne richten und dieses Europa stärken. Ein Europa, das uns so viel in den vergangenen Jahrzehnten gebracht hat, nämlich Frieden und auch Wohlstand. Über die Konsequenzen werden wir in den nächsten Tagen intensiv diskutieren. Wir werden heute um 13 Uhr eine Sondersitzung unserer Bundestagsfraktion durchführen und der Deutsche Bundestag wird sich am kommenden Dienstag um 10.30 Uhr zu einer Sondersitzung zusammenfinden. Die Botschaft muss heißen, auch nach dieser unfassbaren Entscheidung muss Europa seine Aufgaben lösen. Wir stehen vor großen Herausforderungen in der Flüchtlingsbewegung. Da ist noch vieles zu tun. Also trotz der Enttäuschung muss Europa sich weiter auf den Weg machen. Wenn man sich entschieden hat, ist man draußen. Man kann nicht halb draußen sein und halb drin. Ich glaube aber, dass das noch einige Zeit brauchen wird an Verhandlungen, wie das alles weitergeht. Und das wird ja nicht von heute auf morgen sein. Bis jetzt hat ja Großbritannien auch den Austritt noch nicht erklärt. Das muss ja alles noch kommen. Ich sehe ja für Großbritannien schwierige Zeiten. Es gibt ja auch die Schotten und die Iren, die sagen, sie wollen in Europa bleiben. Was das für Diskussionen geben wird. Ich habe Berichte aus London, die man bezeichnen kann als hasserfüllte Auseinandersetzungen, die da auch gestern stattgefunden haben. Ich hätte nie geglaubt, dass so etwas möglich ist. Aber damit die Welt sieht, dass dies Europa nicht auseinandertreibt, müssen wir jetzt in Europa umso enger beieinander bleiben. Wir dürfen uns die Zukunft Europas nicht durch Großbritannien in Frage stellen lassen. In Deutschland wäre eine solche Entscheidung nicht möglich. Und damit wird der Fokus auf die innenpolitische Situation in Großbritannien gelegt. Ich habe es schon für keine überzeugende Aktivität gehalten, als David Cameron seine Partei aus der EVP geführt hat. Politische Führung sieht nach meiner Vorstellung anders aus. Es ist auch eine Botschaft, wenn man über Jahre hinweg, wie das in Großbritannien auch von der führenden Regierungspartei geschehen ist, schlecht über Europa redet, braucht man sich nicht wundern, wenn am Schluss sowas kommt. Das ist wie der Handwerksmeister, der seinen Kindern jeden Tag sagt, was er für einen unmöglichen Job hat, aber dann seinen Sohn bittet, er soll den Betrieb übernehmen. Das ist in der Regel nicht von Erfolg gekrönt. Und so ist es hier in Britannien auch gewesen.